Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, die Kollegin Elisabeth Kula. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst zu meinem Vorredner von der Rechtsaußenfraktion hier im Landtag. Sie können mit Ihrem Gejammer nicht davon ablenken, dass es Ihre Kumpels in Sachsen sind, die mit Fackeln vor den Häusern von Politikern stehen, um die zu bedrohen. Ihr Gejammer ist doppelzüngig. Herr Ministerpräsident Bouffier, vielen Dank für die Informationen über die Anpassung der Corona-Verordnung. Aber ich will auch noch einmal an dieser Stelle noch einmal klipp und klar sagen, für meine Fraktion, Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gehören hier ins Parlament. Und wir diskutieren sie, bevor sie zur Verordnung werden und nicht erst danach. Das ist zumindest unsere Position, wie wir mit der Corona-Pandemie umgehen sollten. In der letzten Woche haben Sie, Herr Bouffier, hier eine Regierungserklärung in der Corona-Politik gehalten, und die Fraktionen haben darauf geantwortet. Leider scheinen Sie aber dennoch den Ernst der aktuellen Lage nicht ganz durchdrungen zu haben. Das haben leider auch Ihre Ausführungen gerade eben noch einmal dargelegt. Ja, aktuell gehen die Inzidenzen leicht zurück, aber die Todesfälle nehmen weiter zu. Im Wochenvergleich hat sich die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus verstorben sind, damit um 23% erhöht. Und auch die sinkenden Inzidenzen an sich sind leider trügerisch. Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover wies im WDR-Fernsehen jüngst darauf hin, dass es zu einer erheblichen Untererhebung der tatsächlichen Fallzahlen kommt. Das heißt übersetzt, dass die Testkapazitäten einfach nicht reichen und ausgereizt sind und ganz viele Corona-Fälle einfach nicht mehr entdeckt und registriert werden können. Und die Labore sind schlichtweg überlastet. Da hätte man doch in den vergangenen 2 Jahren der Pandemie dringend aufrüsten müssen. Stattdessen hat man aber noch im Sommer Testkapazitäten abgebaut. Welch ein Desaster, meine Damen und Herren. Die Lage bleibt also dramatisch. Und jetzt kommt mit Omikron auch noch eine besorgniserregende Mutation dazu, die droht, zu einem echt großen Problem zu werden. Omikron hat eine deutlich bessere Immunflucht, ist also auch für geimpfte Personen gefährlicher als noch die Delta-Variante. In Südafrika und in England zeigt sich eine Verdopplung der Omikron-Fälle alle 4 Tage. Das ist wirklich erschreckend, besonders weil sich damit auch deutlich mehr Kinder infizieren, weil diese Variante einfach noch einmal deutlich ansteckender ist. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass Omikron Mitte Januar die vorherrschende Variante in Deutschland sein wird. Und nein, bis dahin können wir nicht einfach so tun, als gäbe es Omikron nicht, wie es diese Landesregierung leider aktuell tut. Ich sage Ihnen das Gleiche wie letzte Woche. Weitere Einschränkungen für Ungeimpfte, eine Hotspot-Strategie, das wird alles nicht ausreichen, um die 4. Welle zu brechen und unser Gesundheitssystem zu entlasten. Einige Ihrer Maßnahmen zielen auch auf die Schwächsten in dieser Gesellschaft. Ob ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum, auch für die ganz beliebten Weihnachtsmärkte oder eben nur für Menschen, die sich kommerzielle Angebote nicht leisten können und sich am Rande der Innenstädte aufhalten, gelten soll, das liegt jetzt in der Hand der Kommunen. Was soll das denn zur Pandemiebekämpfung beitragen? Bei frostigen Temperaturen halten sich doch außerhalb der Weihnachtsmärkte kaum Menschen in größeren Gruppen auf, um Alkohol zu konsumieren. Solche Maßnahmen sind vielmehr ein Treten nach unten als wirksame Pandemiebekämpfung. Stattdessen müssen endlich alle Großveranstaltungen abgesagt werden. Ja, auch Weihnachtsmärkte und die Tribünen von Fußballstadien. Es kann doch niemandem vermittelt werden, dass Angebote der Kinder- und Jugendverbände abgesagt werden müssen, aber gleichzeitig Tausende gemeinsam feiern und trinken. Dort, wo Menschen dennoch zusammenkommen, da muss es verpflichtende Tests für alle geben. Und es ist doch das vollkommen falsche Signal, jetzt mit einer Auffrischungsimpfung von den Tests die Menschen auszunehmen. Wir brauchen doch einen Überblick über das Pandemiegeschehen, gerade wenn es um die Verbreitung von Omikron geht.
Außerdem mangelt es doch gerade nicht am Willen der bereits vollständig Geimpften, sich jetzt boostern zu lassen. Viele versuchen seit Wochen, einen Boostertermin zu bekommen, oder sie stehen in langen Schlangen vor den Impfgelegenheiten. Nein, was es jetzt braucht, das ist einen Ausbau der Impfangebote im Land, viel mehr mobile Impfteams, niedrigschwellige Angebote und zielgruppenspezifische Ansprache, um Menschen für die Erstimpfung zu gewinnen. Und andere Bundesländer reagieren ja jetzt auch schon auf Omikron. NRW, dort ist jetzt schon 4 Wochen nach der Zweitimpfung die Auffrischungsimpfung möglich. Diese schützt nämlich laut aktueller Datenlage gut vor der Omikron-Variante. Warum ist das hier nicht möglich? Wahrscheinlich, weil die hessische Landesregierung es nicht hinbekommt, eine ordentliche Impfinfrastruktur für die Auffrischungsimpfung hinzubekommen. Es ist doch ein politisches Desaster, dass die Impfzentren geschlossen wurden und man jetzt alles mühsam wieder aufbauen muss, meine Damen und Herren. Und Herr Bouffier, ich sei Ihnen auch noch einmal hier mit auf den Weg gegeben. Die Linke hat es immer kritisiert, die Schließung der Impfzentren, und als Sparen an der falschen Stelle zurückgewiesen. Und leider haben wir Recht behalten. Statt undurchsichtigem Maßnahmen-Bingo brauchen wir endlich klare und einheitliche Regeln. Viele Menschen sehnen sich doch gerade nach einem beherzten Vorgehen, um eine Perspektive für das Frühjahr zu haben. Wenn wir uns so weiter durchdümpeln, kommen wir auch in 2 Jahren nicht aus dieser Pandemie. Wir müssen jetzt die Reißleine ziehen und einen solidarischen Lockdown umsetzen für alle, leider auch für Geimpfte. Wir müssen jetzt runterfahren, Schulen und Kitas mit Luftfiltern, Masken und Tests ausstatten, um sie offen zu lassen, mit Schutzschirmen betroffene Branchen sichern und die sogenannten systemrelevanten Berufe endlich finanziell und gesellschaftlich aufwerten. Daneben gibt es aber auch Maßnahmen, die könnten Sie umsetzen, die haben Sie aber irgendwie einfach noch nicht ergriffen, was ich nicht ganz verstehe. Fangen wir mit einem Punkt an, der mich wirklich fassungslos macht. Warum wird in Hessen noch immer nicht flächendeckend in den Kitas getestet? Warum? In vielen anderen Bundesländern sind PCR-Lolli-Tests Standard. Nur bei uns stellt das Land das ins Ermessen der Kommunen. Können Sie mir mal erklären, warum? Ich habe dazu noch keine gute Erklärung gefunden. Wir haben in dieser Altersgruppe überdurchschnittliche Inzidenzen, und nun ist das die einzige Altersgruppe, die nicht geimpft werden kann. Und trotzdem sitzen in Kitas und Schulen, viele in Schulen bis zu 20 Kindern in einem Raum, ohne luftreinigungstechnische Anlagen. Finanzieren Sie doch jetzt endlich unbürokratisch flächendeckende Luftfilter in Schulen und Kitas und sorgen Sie auch dafür, dass sie ankommen und eingesetzt werden. So schwer kann das doch nicht sein. Und wenn Sie gerade bei der Bestellung dabei sind, Herr Klose, von Luftfiltern, dann bestellen Sie doch gleich ein paar Luftfilter für Gemeinschaftsräume und Aufenthaltsräume in Pflegeeinrichtungen mit. Es kann doch nicht sein, dass die nicht schon längst angeschafft wurden. Ich finde, alle diese Punkte liegen doch auf der Hand. Sie hätten von Ihnen schon früher angegangen werden können, eigentlich müssen. Aber handeln Sie wenigstens jetzt, damit nicht der Jahreswechsel zu einem tragischen Höhepunkt für die vierte Welle wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kula. Nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion der Sozialdemokraten, der Kollege Günter Rudolph. Herr Präsident, ja, so ähnlich. Herr Kollege Bellino, das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, welches im Bundestag und dann auch im Bundesrat beschlossen ist, und der § 28 bieten ja den Rechtsrahmen für die Maßnahmen, die die Landesregierung dann per Verordnung geregelt hat. Wir werden auch der hessischen Regelung, wir haben ja zugestimmt, weil wir natürlich eine Handlungsgrundlage brauchen. Und Kollegin Dr. Sommer, unsere Gesundheitsexpertin, hat es ja auch letzte Woche in der Aussprache zur Regierungserklärung Corona noch einmal deutlich gemacht, dass wir die notwendigen Schutzmaßnahmen wie Abstandsgebot, Maskenpflicht, Verpflichtung zur Vorlage von Impfgenesen oder Testnachweisen. Das ist jetzt gelungen, aber es ist nur Wasser. Alles gut, Herr Oster, alles gut. Ist nur Wasser, Rotwein oder wäre schlimmer? Rotwein wäre zwar besser, aber schlimmer. Allerdings wollen wir so lange warten, Kollege Rudolph. Machen wir das Pult wieder trocken und holen noch einen Lappen und dann geht es weiter. Ja, also ich war immer dafür, dass wir vielleicht etwas anderes als Wasser hier ausschenken. Jetzt bewahrheitet sich, dass der Direktor recht hat. Es ist besser, dass wir nur Wasser ausschenken am Rednerpult. Wir warten einfach, bis es jetzt trocken ist. Habt ihr noch einen Lappen vielleicht da? Oder willst du? Nee, wir warten jetzt. So.
Aber es kommt keiner mehr mit dem Lappen. Dann machen wir weiter, Günter Rudolph. Bitte schön. Herr Präsident, Rotwein pflege ich zu trinken und nicht über mich ergießen zu lassen. Schmeckt auch irgendwie besser. Also Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen, die zur Verpflichtung zur Erstellung von und Anwendung von Hygienekonzepten. Jetzt lassen wir es. Angebote mit Publikumsverkehr, Beschränkung oder Untersagung von Veranstaltungen. Das ist das Portfolio, auf das die Landesregierung zurückgreifen kann und was auch unsere Unterstützung findet. Die Frage ist natürlich nachher die der Ausgestaltung und der Anwendung. Da hat eine Landesregierung durchaus Spielraum. Und deswegen glaube ich, Herr Ministerpräsident, wir haben in der Tat letzte Woche Mittwoch die Videoschalte gehabt. Wir begrüßen ausdrücklich den Dialog. Und ich will das noch einmal bestätigen, was die Kolleginnen und die Kollegen von FDP und Linken sagen, wir sind gerne bereit, im parlamentarischen Betrieb mitzuarbeiten, wenn wir auch im Vorfeld die Gelegenheit haben. Wir haben ein paar Fragen, wir haben uns ausgetauscht, aber das kann man auch intensiver gestalten. Jetzt unterstellen wir mal, wir wollen das wechselseitig, zumindest 5 Fraktionen. Da will ich nur einen Satz sagen. Also ich habe selten wieder mal so viel konzentrierten Unsinn zum Thema Impfen von der AfD gehört. Ich glaube, es lohnt sich wirklich nicht, dass man sich mit diesem gequirlten Quatsch auseinandersetzen. Und allein in der Erkenntnis, man muss dann schon wirklich sagen, ja, wer sich nicht impfen lässt, das ist eine Privatangelegenheit, das teile ich ausdrücklich nicht. Ohne Impfen hätten wir deutlich mehr Tote zu beklagen. Wer das in Anspruch und Kauf nehmen will, der soll es tun, dann tragen Sie aber auch dafür die moralische Verantwortung. Aber auch das ist Ihnen ziemlich egal an der Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die einzelnen Maßnahmen, ich will etwas sagen zu den Großveranstaltungen. Ja, auch die 25-prozentige Regelung kann man durchaus noch kritisch sehen, weil wenn ich mir etwa Fußballspiele anschaue, allein der An- und Abfahrtsweg wirkt Risiken im ÖPNV insbesondere und natürlich auch, wenn Leute dann in das Stadion gehen. Wir wissen klar, die Vereine haben ein hohes Interesse, solche Veranstaltungen durchzuführen mit viel Publikum, aber ich glaube, man muss abwägen und zumindest muss man sehr genau hinschauen, ob das für die nächsten Monate dann der richtige Weg ist. Wir begrüßen ausdrücklich, dass man in Hotspots dann auch reagieren kann, und zwar unterschiedlich. Das ist übrigens der Ansatz, den Sie, Herr Bouffier, ja durchaus kritisch aus Berlin gesehen haben. Aber ich finde eher, auf die Hotspots zu gehen, aber einer Inzidenz von 350 ist der richtige Ansatz, passt genau für die Regionen, weil wir auch innerhalb eines Bundeslandes wie Hessen unterschiedliche Herausforderungen haben. Deswegen braucht man auch da unterschiedliche Antworten. Es entbindet übrigens keinen von uns, und das Thema Eigenverantwortung kommt mir gelegentlich zu kurz. Jeder kann und jeder muss seinen Beitrag leisten, dass sich Corona nicht weiter ausbreitet. Das ist nicht nur staatliches Handeln, aber es ist auch eine Eigenverantwortung, und die würde ich mal so eben nicht beiseite schieben an der Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass man Veranstaltungen, Feuerwerke an Silvester nicht zulässt, das halte ich dann auch für richtig. Ich erwarte, dass die kommunale Ebene das dann auch untersagt. Ich erinnere mich, ich war vor Jahren einmal hier im Kurhaus am Wiesbaden. Also das war schon bemerkenswert, wie die Dinger dann links und rechts neben einem hergeflogen sind. Und das habe ich damals schon für bedenklich gehalten. Und das halte ich in Corona-Zeiten für zweimal bedenklich. Ich bin auch dafür, dass man das Alkoholverbot auch entsprechend konsequent umsetzt. Ich teile nicht den Ansatz, Frau Kula, von Ihnen, dass es dann die trifft, weil ich finde schon, Alkohol im öffentlichen Raum ist durchaus ein Thema, dem man sich insgesamt generell widmen könnte. Ich finde auch, Alkohol im ÖPNV ist ein Thema, mit dem man eher kritisch umgehen muss. Da gibt es übrigens andere Länder, die sind da konsequenter. Beim Thema Booster will ich sehr deutlich sagen, Booster ist kein Luxus. Erst mit dem dritten Mal ist man komplett geimpft. Und Sie haben gesagt, Herr Bouffier, Booster, dann braucht man keinen Test. Wir maßen uns nicht an, ein abschließendes Urteil zu bilden. Ich finde richtig, was Karl Lauterbach sagt, das Expertengremium soll sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil das, was ich bisher wahrgenommen habe, selbst in der Wissenschaft gibt es durchaus unterschiedliche Ansätze. Und ich finde, da kann ein Expertenrat, ja, die Politik wird am Schluss entscheiden müssen, aber ein Expertenrat kann durchaus vernünftige Anregungen geben. Und deswegen glaube ich, bevor man jetzt Entscheidungen trifft, ich weiß, einige Länder haben es getan, sollten wir uns den Rat dieser Experten anhören und dann zu einer Bewertung kommen, weil ein Restrisiko bleibt. Ich möchte dieses Restrisiko minimieren an der Stelle, und deswegen glaube ich, brauchen wir die Expertise der Wissenschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kollege Rock hat es angesprochen, den Einzelhandel. Ja, ich wünsche mir auch da etwas mehr Unterstützung. Ich könnte die Schausteller anführen, ich könnte auch kleine Gewerbevereine etwa anführen, die in kleinen und Mittelstädten Veranstaltungen durchführen oder Einkaufsmöglichkeiten machen. Diese Bändchenregelung, wie wir sie thematisiert haben, ist eine, die kann denen helfen. Die wollen ja gern
auf Sicherheit gehen. Aber da wünsche ich mir ein bisschen mehr Unterstützung von Seiten des Landes, weil wir müssen auch das Überleben gerade solcher Geschäfte ermöglichen. Und wenn ich mir die Schausteller auch gerade angaue, ein Zweig, der dringend notwendig ist. Wir gehen in die zweite Saison bei den Weihnachtsmärkten. Und ich glaube, wir sehen es ja alle, was in Wiesbaden, sagen wir mal, wie wenig besucht der Weihnachtsmarkt in Wiesbaden ist. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Thema, dass wir diese Bereiche unterstützen. Weil wenn die einmal weg sind, weggebrochen sind, das gilt für die Geschäfte. Das gilt übrigens für die gesamte Kulturarbeit. So sehr die finanziellen Unterstützungen auch richtig und notwendig sind, sie ersetzen aber nicht, dass Menschen bereit sind, sich zu engagieren. Und deswegen, glaube ich, brauchen die mehr Unterstützung an der Stelle. Und wir müssen es ihnen erleichtern, dass sie ihre Tätigkeiten weiter ausüben können. Es ist für den Gemeinwesen von enormer Bedeutung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Position der SPD-Fraktion ist klar: Impfen ist ein grundlegender Erfolgsgarant, dass wir Corona deutlich abmildern können. Ich will mich jetzt nicht auf die Debatte einlassen mit Impfen. Ich habe ja jetzt mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass selbst ein Herr Kimmich meint, es sei nicht ganz sinnlos, sich impfen zu lassen. Ich habe ja so hochbezahlten Fußballspielern eine Meinung. Das steht dann nicht in Relation zu dem, was der ein oder andere dann bringt. Wenn ich mir dann den Job einer Krankenschwester, einer Altenpflegerin ansehe, finde ich, sind die mehr als unterbezahlt. Und ich muss mir dann so einen Unsinn anhören an der Stelle, geschenkt. Aber der Fall Kimmich zeigt eins deutlich, was das auch für Folgen haben kann. Und deswegen kann ich nur jedem auch raten, sich impfen zu lassen, auch die dritte Impfung. Und deswegen muss mehr getan werden, dass Boostern erleichtert wird. Sie haben gesagt, Herr Ministerpräsident, 480.000, wir waren ziemlich am unteren Tabellendrittel. Wir arbeiten uns jetzt mal so langsam in das Mittelfeld vor. Aber da darf es noch ein paar Anstrengungen mehr geben. Mobile Impfzentren, gerade im ländlichen Raum oder in Gebieten, wo die Impfkultur sowieso eine ist, die unterausgeprägt ist, können helfen. Weil ich könnte Ihnen jetzt Fälle aus dem Wahlkreis sagen, wo Hausärzte sagen, ja, kommen Sie mal im Februar, März, dann kriegen Sie einen Impftermin. Ich will auch kritisch anmerken, es war zunächst die Kassenärztliche Vereinigung, die gesagt hat, wir kriegen das geschultert. Es hat nicht funktioniert und deswegen war, ist und bleibt die Schließung der Impfzentren ein zentraler Fehler bei der gesamten Impfkampagne dieser Landesregierung. Das sehr deutlich an der Stelle zu sagen. Und die Herausforderung liegt jetzt darin, die aggressive Delta-Variante endlich nachhaltig zu brechen und die drohende Omikron-Welle noch zu verhindern. Aber wir dürfen dann nicht den Fehler der letzten anderthalb Jahre machen. Und ich sage wir, damit meine ich uns auch schon mit. Es wird darauf ankommen, die Bevölkerung zu schützen vor weiteren Wellen, dass wir auch dann noch besser vorbereitet sind. Denn ich glaube, im Nachhinein war es relativ deutlich, die dritte Impfung hätte spätestens nach den Sommerferien beginnen können und müssen. Dann wären wir besser vorbereitet gewesen. Daraus müssen wir lernen und müssen darauf vorbereitet sein. Und wir müssen auch jetzt schon noch in der Krise beginnen, die Krankenhäuser, unser Gesundheitssystem so aufzustellen, dass sie überlebensfähig sind. Wir haben in der letzten Wahlperiode schon auf Berliner Ebene diskutiert, Pfleger aus den Fallpauschalen herauszunehmen. Weil wenn wir mehr Pflegepersonal, was wir dringend brauchen, in die Krankenhäuser geben, dann darf es nicht zulasten der Ökonomie des Krankenhauses geben, sondern das muss von den Krankenkassen bezahlt werden. Das ist ein Punkt, gerade Krankenhäuser im ländlichen Raum. Ich könnte einige Beispiele aufzählen, wie die unter der Fallpauschale ächzen. Und der Weg geht zur Spezialisierung, zur Zentralisierung. Da ist aus medizinischer Sicht auch eine Menge Richtiges dran. Aber wir brauchen Krankenhäuser in der Fläche für die Grund- und Regelversorgung. Aber wir müssen sie finanziell so ausstatten, dass sie überlebensfähig sind und nicht vor Ort dann die Verantwortung auf die Landräte und Oberbürgermeister abgelehnt wird. Und auch da kann ein Land wie Hessen seinen Beitrag leisten. Nein, es muss ihn an der Stelle auch zentral leisten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19, auch das eine wichtige Maßnahme, die auf Bundesebene beschlossen wurde. Und deswegen finden die Maßnahmen von uns auch Unterstützung. Wir erwarten da allerdings auch, dass sie kontrolliert werden. Und ich will mal so sagen, Kontrollen etwa im ÖPNV, wenn jemand dann eben ohne die entsprechenden Nachweise dabei sitzt, dann muss das Konsequenzen haben. Dann muss man auch über Sanktionen an der Stelle reden, weil sonst verpufft ein solches wertvolles Instrument. Und auch wenn sich die Zahlen zu stabilisieren scheinen, ich wäre auch vorsichtig mit jetzt Prognosen. Wir haben die Weihnachtsfeiertage, da besteht schon auch das Risiko, dass Menschen zusammenkommen, was allzu menschlich verständlich ist. Aber es kann nicht sein, wenn die Zahlen jetzt sinken, erst die Inzidenzen, dann die Hospitalisierungsrate und dass wir dann im neuen Jahr wieder anfangen, über weitergehende Maßnahmen zu reden. Also,
Position der sozialdemokratischen Fraktion ist klar. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir erwarten auch eine differenzierte Positionierung. Wir erwarten, dass auch die Kontrollmechanismen funktionieren. Und wir erwarten, dass auch das Land seinen Beitrag leistet. Und was wir aus den letzten anderthalb Jahren gelernt haben, wir müssen auf jeden Fall auch vorbereitet sein auf eine weitere nächste Welle, die kommen kann. Und deswegen Prävention ist angesagt. Und diejenigen, die sich jeglichen Maßnahmen verweigern, denen kann ich nur ignoranterweise zurufen, reden Sie mal mit Schwerstverletzten auf den Intensivstationen und deren Angehörigen. Es muss nicht so weit kommen, dass man sein Schicksal in die Hände gibt und am Schluss viele Tote zu beklagen haben. Wer eine solche Politik betreibt, das ist verantwortungslos. Und das, was in Sachsen passiert ist, ich meine, man könnte schon fragen, warum ausgerechnet dort die Inzidenzzahlen so hoch sind. Da gibt es ja einen politischen Zusammenhang. Und das, was mit der Gesundheitsministerin aus Sachsen passiert ist, in SA-Manier wird vor ihrem Haus aufmarschiert. Das ist unerträglich, das schadet der Demokratie. Und wir haben den Auftrag, auch Menschen zu schützen. Auch das ist ein Auftrag aus dem Grundgesetz. Wir nehmen ihn ernst, andere eben in diesem Haus nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rudolph. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt die Abgeordnete Anders das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte KollegInnen, die Lage ist ernst. Und wenn wir nach England schauen und sehen, wie die Zahlen durch Omikron dort durch die Decke gehen, dann ist es richtig und wichtig, dass wir heute hier über Verschärfungen und über verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie auch sprechen. Die Zahlen auf den Intensivstationen sind gleichbleibend hoch. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, dass wir Umstände, wie wir sie in Bayern erleben, dass sie vermieden werden. Und es gehört dazu, vorausschauend zu handeln, so wie wir es hier in Hessen tun, mit den Maßnahmen, die nämlich gerade dafür sorgen sollen, danke, dass wir in zwei Wochen keine Katastrophen auf den Intensivstationen erleben. Und bei all der Diskussion, die wir ja in den letzten 21 Monaten geführt haben und darüber, dass die Diskussion hier auch im Parlament über Maßnahmen stattfinden soll, finde ich, könnte man schon ein bisschen differenzierter auf die Maßnahmen gucken und vor allem sollte man vielleicht überlegen, ob man es sich leisten kann, parteipolitisch auf diese Maßnahmen zu gucken. Denn wenn ich in andere Bundesländer gucke, welche Maßnahmen dort ergriffen werden, dann unterscheiden die sich kaum von den hessischen Maßnahmen, obwohl sich doch die Couleur der Landesregierung deutlich unterscheidet. Und ich fände es auch gerade, wenn wir in den nächsten Tagen in die Weihnachtsferien gehen, wenn Menschen eigentlich wieder zusammenkommen wollen, um ihre Liebsten zu treffen, um sich wieder zu begegnen, um die Großeltern zu treffen, fände ich es gerade wichtig, dass wir hier von diesem Haus aus sehr wohl das Signal senden, dass wir wissen, dass es äußerst bescheiden ist, nicht so zusammenzukommen, wie das normalerweise üblich ist, wie wir es uns eigentlich zu Weihnachten wünschen, aber dass es notwendig ist, um die Krankenhäuser nicht zu überlasten, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten und die Menschen vor schweren Infektionen zu schützen. Und viele Maßnahmen wurden ja jetzt schon vorgestellt.
Zum Beispiel möchte ich aber gern noch mal näher auf die 2G-Plus-Regelung eingehen, die ja hier kritisiert wurde. Da kann ich nur sagen, in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz exakt dasselbe. Also ist völlig wurscht, in welchem Bundesland welche Regierung dran ist. Viele ergreifen jetzt diese Maßnahmen, dass sie eben sagen, geboosterte Menschen müssen nicht zusätzlich getestet werden. Und deswegen machen wir das in Hessen auch so. Und das ist richtig und gut. Richtig und wichtig finde ich auch, und auch da kann man schon noch einmal deutlicher das Signal senden, warum wir das tun und dass wir als Haus da auch dahinter stehen, dass wir nämlich Notaufnahmen und Krankenhäuser auch dadurch entlasten werden, dass wir an großen Plätzen die Silvesterböllerei eben nicht erlauben, dass sie nicht stattfinden kann. Das auch ein wichtiger Punkt, um eben die Notaufnahmen an Silvester nicht zu überfordern. Wenn wir in die Hotspots, die sogenannten Hotspots, gucken, dann ist es richtig, dass dort strengere Maßnahmen auch ergriffen werden, dass das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gilt, dass eine Maskenpflicht auf den Einkaufsstraßen, in den Einkaufszentren auch da ist und dass Veranstaltungen nur mit Negativtest und mit begrenzter Teilnehmerzahl auch veranstaltet werden können. Das Virus kommt nicht allein. Es braucht immer jemanden, der es mitbringt. Und wenn wir es draußen halten wollten, das Virus, dann müssen wir die Kontakte leider wieder beschränken. Und dann müssen wir verantwortungsvoll miteinander umgehen und eben Abstand halten. Und wenn wir endlich wieder mehr Normalität wollen, wenn wir aus dieser Spirale raus wollen, wenn wir die vierte Welle brechen wollen, beziehungsweise eine fünfte erst gar nicht entstehen lassen wollen, dann müssen wir impfen. Und das haben wir nun bewiesen in der letzten Woche, dass das Hessen kann, dass Hessen ein Rekordhoch an Impfungen hatte mit über 480.000 Impfungen. Das sind so viele Impfungen wie in keiner anderen Woche in den letzten Monaten der Pandemie geimpft wurde. Und es macht doch deutlich, dass es richtig war, alle Akteure an einen Tisch zu holen, die Impfallianz zu gründen, die Betriebsärzte impfen zu lassen, die mobilen Impfteams über die Gesundheitszentren rauszuschicken und vor allem, das ist der allergrößte Teil der Impf, das sind die niedergelassenen Ärzte und denen sollten wir hier für ihre großartige Leistung auch ein herzliches Dankeschön sagen. Und beim Thema Impfzentren habe ich heute zweimal gehört, der größte Fehler, diese Impfzentren abzuschaffen. Während wir Impfzentren hatten, wurde nie so viel geimpft wie in der letzten Woche. Man muss es einfach sagen. Es stimmt nicht, dass in den Impfzentren mehr geimpft wurde. Und das zeigt auch, wenn wir woanders hinblicken, da, wo es noch Impfzentren gibt, zum Beispiel in Thüringen, da regiert ja eine linke Gesundheitsministerin dafür verantwortlich. Das kollidiert überhaupt nicht mit der Impfquote. Die Impfquote ist niedrig, die Impfzentren sind auf. Bei uns sind die Impfzentren mobil unterwegs. Sie sind durch die Gesundheitsämter vor Ort bei den Menschen. Sie sind an den Kirchen, sie sind an großen Stadtteilen wie in Hanau am letzten Wochenende. 4.800 Impfungen an einem Wochenende mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen. Auch Ihnen herzlichen Dank. Das ist der Weg zur Impfung und nicht das Impfzentrum alleine. Ich sehe sehr wohl, dass es richtig ist, die Impfpflicht für die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Krankenhäuser und Pflegeheime jetzt auf den Weg gebracht zu haben. Die allgemeine Impfpflicht wird sicherlich noch ausführlich im Bund diskutiert werden. Und ich halte es für außerordentlich verantwortungsvoll, dass diese Abstimmung freigegeben wird, dass die Mandatsträgerinnen in Berlin das frei nach ihrem Gewissen entscheiden dürfen. Es ist richtig und wichtig. Ich halte es auch für den richtigen Weg, diese einzuführen, weil es ist genauso, wie Ihnen es Klaus gesagt hat. Alle Angebote sind da. Alles wurde getan in den letzten Monaten, um die Menschen zu überzeugen. Wenn wir aber jetzt effektiven Gesundheitsschutz für alle haben wollen, brauchen wir eine höhere Quote. Und die scheint nicht zu kommen, nur mit der Freiwilligkeit der Menschen vor Ort. Applaus
Die Inzidenzen müssen sinken, deswegen die wichtigen Maßnahmen, die wir heute hier diskutieren. Ich möchte dafür werben, dass die Menschen, die draußen sind, die diese Diskussion vielleicht auch nur partiell mitkriegen, dass sie es ernst nehmen, dass sie ihre Kontakte einschränken, so schwer es auch fällt, dass sie sich impfen lassen und so in ein neues Jahr gehen können, das hoffentlich davon geprägt ist, dass wir dieser Pandemie endlich ein Ende bereiten. Das wird nur mit der Impfung gehen, das wird nur mit dem Schutz von anderen gehen, indem wir solidarisch bleiben. Und deswegen wünsche ich ein gutes Jahr mit mehr Impfen und mehr Gesundheitsschutz. Danke. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Anders. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abgeordnete Dr. Bartelt das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir befinden uns in der vierten Welle. Die aktuellen Daten sind besorgniserregend und fordern zum Handeln. Wir haben eine Hospitalisierungsinzidenz von 4,4 pro 100.000 Einwohner. Vor einer Woche waren es noch 4,05. 323 Betten sind in hessischen Krankenhäusern mit Covid-Patienten belegt, vor einer Woche 314. Die Zahlen in südlichen und östlichen Ländern sind zwar höher, aber auch bei uns sind sie zu hoch. 65,3% der Patienten auf hessischen Intensivstationen sind nicht geimpft, 33 sind Impfdurchbrüche. Bei Blick auf diese Zahl ist zu beachten, dass die Zahl der Geimpften eine große Zahl und die Zahl der Ungeimpften eine kleine Zahl ist. 68,5% sind geimpft, bei den über 18-Jährigen sind es 79%, bei den besonders gefährdeten über 60-Jährigen über 85%. Die vom Ministerpräsidenten vorgetragenen Anpassungen der Covid-Schutzverordnung sind notwendig, zielführend und verhältnismäßig. Die wichtigsten Maßnahmen sind: Aufenthalt im öffentlichen Raum, in denen Ungeimpfte teilnehmen, sind nur im Kreis der eigenen Haushalte plus höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes möglich. Für Treffen im privaten Bereich wird dies dringend empfohlen. Eine Maskenpflicht besteht bei Veranstaltungen mit mehr als 3.000 Personen. Bei Situationen, in denen der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, besteht auch Maskenpflicht. 3G-Regeln gilt für Einrichtungen der stationären Jugendhilfe und der Kindertagesstätten. Pyrotechnische Gegenstände sind an festgelegten Orten verboten. Es gibt also kein Silvesterfeuerwerk an publikumsträchtigen Orten. Die Rakete im Garten bleibt natürlich erlaubt. Bei kulturellen Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 250 Plätzen dürfen ab dem 251. Platz nur 25% der Kapazität benutzt werden. Die Hotspot-Regelung besagt, dass die Überschreitung der Inzidenz von 350 an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem Kreis oder kreisfreien Stadt zusätzlich regionale Schutzmaßnahmen erfolgt. Das sind Alkoholverbot an öffentlichen Orten, Maskenpflicht in Fußgängerzonen, Schließung von Tanzlokalen, Clubs und Diskotheken. Private Feiern sind innen auf 50 und draußen auf 200 begrenzt. Veranstaltungen mit mehr als 3.000 Besuchern gilt die 2G-Plus-Testung. Diese Maßnahmen sind notwendig. Trotz einer Seitwärtsbewegung der Inzidenzen und teilweise einem leichten Rückgang sind die Kapazitäten der Intensivstationen weitgehend erschöpft. Die Befürchtung, nicht schnell genug an ein Intensivbett bei einem Herzinfarkt zu kommen oder einem Schlaganfall, die sind nicht unberechtigt. Operationen auch von Tumorpatienten müssen verschoben werden. Und in diesem Kontext bitten wir die Kolleginnen und Kollegen, die Einfluss auf die Bundesregierung haben, auf Freihaltepauschalen für Kliniken zu drängen. Ich sage das ganz demütig, wohl wissend, dass zur Zeit, als wir die Bundesregierung noch stellten,
auch an der einen oder anderen Stelle Gesprächsbedarf vorhanden war. Das, was Herr Rudolph sagte, dass die Kliniken hier nicht pleite gehen dürfen, das ist richtig. Das unterstützen wir und geben Sie es einfach auch weiter nach Berlin. Und herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt. Ja, wir wollen ja da gar nicht streiten, wir wollen ja an einem Strang ziehen und auch in dieselbe Richtung. Diese Maßnahmen sind auch zielführend. Die Verminderung von Kontakten kann so erreicht werden. Natürlich ist eine Prognose schwierig, weil die Infektiosität von Omikron schwer einzuschätzen ist. Sie sollen erheblich ansteckender sein. Und ich will jetzt nicht um den Begriff Herdenimmunität streiten, aber um das Virus zum Stillstand zu bringen, in der Ausbreitung zum Stillstand zu bringen, bedarf es wahrscheinlich einer höheren Impfquote, als wir das noch vor einem Jahr eingeschätzt haben. Die Maßnahmen sind auch verhältnismäßig. Für Geimpfte wird ein Lockdown vermieden. Kindergärten und Schulen bleiben geöffnet. Kulturelle und Sportveranstaltungen können mit Einschränkungen stattfinden. Ein Lockdown für Ungeimpfte ist durchaus vertretbar. Die Freiheit des Einzelnen hat Grenzen, wo Grundrechte der Mitmenschen bis hin zum Lebensrecht berührt werden. Und das ist hier der Fall. Es ist erwünscht, dass sich Menschen für das Impfen entscheiden, um Einschränkungen im täglichen Leben vermeiden zu können. Ich möchte drei Bemerkungen zum Impfen machen. Impfen ist die einzige Möglichkeit, langfristig zur Normalität zurückzukommen. Wir freuen uns, dass in Hessen in den letzten Wochen so viele Impfungen durchgeführt wurden wie niemals zuvor in der Pandemie. Es waren von Montag bis Sonntagabend 483.150 Impfungen in Hessen. Wir freuen uns, dass wir insgesamt die 10-millionste Impfung in Hessen registrieren konnten. Die Impfstoffe wurden im Rhein-Main-Gebiet entwickelt. Wir haben Produktionsstätten in Marburg in Rekordzeit genehmigt und errichtet. Wir sind guter Hoffnung, dass Impfstoffe innerhalb der nächsten 3 Monate an die Omikron-Variante angepasst werden können, wenn Genehmigungsverfahren und Produktion schnell laufen. Dann können wir vielleicht schon in 6 Monaten einen Omikron-spezifischen oder Omikron-besonders geeigneten Impfstoff zur Verfügung haben. Trotzdem ist die Impfquote in Deutschland, auch in Hessen, immer noch zu niedrig. Unsere südeuropäischen Partner sind da einfach besser. Und es ist für uns auch kein Trost, dass es bei den osteuropäischen Partnern noch schlechter aussieht. Wir freuen uns auch, dass Impfstoffe für Kinder jetzt auch zur Anwendung kommen können. Wir betonen aber, dass die Entscheidung, ein Kind zu impfen, bei den Eltern liegt. Es gibt 2 wesentliche Unterschiede zu Impfungen bei Erwachsenen. Die Verläufe bei Kindern sind meist weniger schwerwiegend und eine Entscheidung zum Impfen in Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft kann zumindest ein kleines Kind noch nicht selbstständig treffen. Ich würde zum Impfen anraten, aber die Entscheidung von Eltern ist immer zu respektieren. Eine Impfpflicht für Erwachsene dagegen ist angesichts der 4. Welle, der Überlastung der Krankenhäuser, der nicht ausreichenden Impfquote und der Unwägbarkeit der Omikron-Variante notwendig und ethisch vertretbar. Es mag eine persönliche Entscheidung sein, auf den individuellen Gesundheitsschutz zu verzichten. Es hat aber niemand das Recht, durch entsprechendes Fehlverhalten einem Herzinfarkt- oder Schlaganfallpatienten das Intensivbett vorzuenthalten, meine Damen und Herren. Es wäre ein starkes Signal, wenn auf Bundesebene die Regierung und die Union gemeinsam ein Gesetz zur Impfpflicht verabschieden könnten. Wir erwarten hier den Meinungsbildungsprozess innerhalb der Regierungsfraktion in Berlin ab und hoffen, dass man zu gemeinsamen Ergebnissen kommt. Abschließend noch ein paar ganz wenige Bemerkungen.
zu meinen Vorrednern. Ja, man kann darüber diskutieren, ob die Inzidenzen der richtige Weg oder die richtige Leitschnur zum politischen Handeln sind. Aber alle Werte, die zur Diskussion stehen, verlaufen irgendwie doch parallel, wenn vielleicht mit einem gewissen Zeitverzug. Also ich halte es für müßig, jetzt darüber zu streiten, welcher Wert denn nun Richtlinie sein soll. Man kann niemand die Hoffnung machen oder die Illusion geben, dass durch Wahl eines anderen Wertes die Einschränkungen dann weniger gravierend wären. Das glaube ich nicht. Zur AfD, nun, also dass Sie das Wort Hetze, Wut und Hass in den Mund nehmen, das ist schon, also ist schon sehr merkwürdig. Was die Pflegekräfte anbelangt, also ich halte es für richtig, dass Pflegekräfte geimpft werden müssen. Und die Auswirkungen in Italien und Frankreich zeigten auch, dass dies nicht zur Verminderung von Pflegekräften geführt hat. Was, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, solidarischer Lockdown, also die Begrifflichkeit fand ich nicht so gut. Also ich halte es nicht für gut, dass ich mich einschränken muss, weil sich andere nicht impfen lassen. Das ist, insofern sollte man da schon differenziert vorgehen. Es ist noch ein weiter Weg bis zur Überwindung der Corona-Krise. Unsere Fähigkeiten zu Prognosen sind begrenzt. Es muss immer das Ziel sein, andere Menschen mitzunehmen. Daher bleiben wir im Gespräch und wir bleiben besonnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Bartelt. Mir liegen jetzt keine Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache und nehmen die Mitteilung der Landesregierung zur Kenntnis.